Von den verschiedenen Stellplätzen haben wir uns dieses Mal den Parkplatz am Schlossplatz ausgewählt. Ist leider sehr teuer, dazu später noch etwas. Auf der Suche nach Vielmann und einer Kaffeerösterei wurden wir in der Fußgängerzone fündig. Das ist das Ziel der Begierde, Pinkus Müller, lecker Bier vom Feinsten und Bio. Am Schloss war was los. Leider konnte man nichts zu trinken bekommen, wenn man nicht mit seinem Handy umgehen konnte. Abscannen eines QR-Codes und dann noch an den Tisch setzen, wieder abscannen der Speisekarte und Getränkekarte und dann über Handy bestellen. Das war uns zu dumm. Piccolo, ein italienisches Restaurant vom Feinsten. Hier wurden wir sehr gut bedient und kriegten ein leckeres Essen. Das Lokal liegt gegenüber Schlossplatz vor einer Fußgängerampel in die Seitenstraße rein. Der Stellplatz. Wir kamen wochentags an, am Nachmittag und mussten noch so 12 Euro Parkgebühren bezahlen. Abends schauten wir dann noch einmal genauer nach an einer der Buden. Da stand dann ein Preis von 20 Euro.
Jetzt läuft das so. Wenn man nachmittags um 18 oder 19 Uhr auf dem Parkplatz fährt, dann ist die Übernachtung kostenfrei. Am nächsten Morgen um 7 Uhr zählt dann die Parkgebühr für 2 Euro die Stunde. Macht dann 12 mal 2, 24 Euro. Abends ab 19 Uhr ist das wieder frei, bis zum nächsten Morgen um 7. Das heißt also, eine Nacht kostet ca. 24 Euro oder bestenfalls, wenn man nachmittags anreist, entsprechend weniger. Man hat aber kein Wasser, kein Strom, keine wirkliche Toilette. Das ist eine Toilette, die nachmittags bis 6 Uhr auf hat. Wegen eines netten Mitarbeiters, der in dem Häuschen saß, der bot uns an, dass wir am nächsten Morgen, wenn wir um 8 Uhr, 8.30 Uhr wegfahren würden, dann müssten wir nicht die Parkgebühr ab 7 Uhr bezahlen. Das taten wir dann und wir überlegten uns, dass wir den Rest der Zeit auf dem Stellplatz des Zwischenahner Sees bei Oldenburg, Bad Zwischenahn, den Tag verbringen. Kommt auf den Stellplatz nach einem Spaziergang und sieht neben sich ein Fahrzeug stehen. Naja, okay. Am nächsten Tag nach einem Spaziergang sah es ganz anders aus. Um Gottes Willen. So ein Riesenteil, was? Das ist der Zwischenahner See. Genau gegenüber befindet sich ein Campingplatz und muss man sich denken, hier rechts im Bild oder hinter dem Bild ist ein kleiner Yachthafen. Der Stellplatz ist noch relativ neu, aufgeräumt und verfügt über ein elektronisches Anmeldesystem. Mit dem Wohnmobil unterwegs bedeutet, wir sind nicht auf der Flucht und leisten uns einen handgemahlenen Kaffee. Noch einmal die Größenverhältnisse. Rechts befindet sich der Pepper, links die Concorde. Kicher.